Wenn wir über die besten jungen Kerne der NBA reden, dann sind das häufig Teams, die in der Tabelle nicht besonders weit oben stehen. Denn Contender bestehen aus erfahrenen Starspielern und guten Veteran-Rollenspielern und Contender führen in der Regel auch die Tabelle an. Teams mit guten jungen Kernen tanken oft oder sie sind schon gut genug, um das nicht mehr zu tun, aber selbst dann stehen sie selten sehr weit oben. In dieser Saison haben wir gleich mehrere Teams mit wirklich vielversprechenden Young Cores, die fantastisch in die Saison gestartet sind. Eines von ihnen sind die Oklahoma City Thunder, über die auch erst letzte Woche ein Video kam. Ein Team, das aktuell vielleicht heißeste Team der NBA, bei dem man diesen Early-Season-Erfolg allerdings überhaupt nicht vorhersehen konnte, sind die Orlando Magic, ein Team, welches letztes Jahr noch die Playoffs verpasste und das nicht mehr unbedingt knapp. Orlandos 9-Spiele-Winning-Streak ist die bisher längste der neuen NBA-Saison gewesen und sie endete erst vor wenigen Tagen, was natürlich enttäuschend ist, aber nicht das Ende der Welt, denn machen wir uns nichts vor, selbst wenn die Magic die nächsten 5 Spiele auch noch alle verlieren, ist das ein besserer Saisonstart, als irgendjemand erwarten konnte, selbst erträumen. Aktuell steht man nämlich mit 14 Siegen und gerade einmal 6 Niederlagen auf Platz 2 in der Eastern Conference und das mit einem Net-Rating von +4,4, dem 6 besten der gesamten NBA. Ihre bisherige Bilanz ist also legit und spielt genau wieder, wie gut sie bisher gespielt haben. Sie haben eine sehr durchschnittliche Offensive und scoren 113,7 Punkte pro 100 Possessions, gut für Platz 15 in der NBA, also genau in der Mitte. Nun, dann muss ihre Defense entsprechend elitär sein und genau das ist sie. Orlando erlaubt gerade einmal 109,3 Punkte pro 100 Angriff ihrer Gegner, gut für Platz 3 in der NBA. Nur die Celtics und Wolves sind besser an diesem Ende des Parketts aus einer statistischen Perspektive. Also, warum sind die Orlando Magic von einer Saison auf die andere auf einmal ein ganz anderes Team, ohne irgendwelche großen Veränderungen gemacht zu haben, ohne den Kader wirklich groß zu verstärken? Wie kann so etwas sein? Und viel wichtiger noch, sind sie wirklich so gut oder ist alles nur Fake? Genau das wollen wir uns in den nächsten Minuten mal ein bisschen genauer anschauen. Gefallen euch meine Videos, dann lasst ihr gerne ein Like und Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. Wir müssen natürlich mit der Defense des Teams starten, denn wie gerade in der Einleitung schon erwähnt, ist diese der große Schlüssel ihres Erfolgs in der Saison. Orlando verteidigt so, wie junge athletische Teams eben verteidigen, mit viel Aggressivität, viel Hustle, einfach extrem unangenehm für gegnerische Offenses. 9,2 Steals pro Game sprechen schon eine ganz klare Sprache, Platz 2 in der gesamten NBA. Man erzwingt eine gegnerische Turnover-Rate von 16,7%, der ebenfalls zweitbeste Wert in der gesamten Association, und man kommt auf 16,5 Deflections pro Abend, Platz 3 in der NBA. Die Magic stehen auf Platz 4 in der Liga bei der defensiven Rebound-Quote und wir wissen ja alle, es ist wirklich erst ein richtiger Stop, wenn du dir den Rebound gesichert hast. Alles geht mit dem defensiven Personal los und wenn man in Orlando ein Attribut besonders schätzt bei seinen Spielern, dann ist es die Größe. 8 der 12 Spieler, die in dieser Saison Minuten gesehen haben, sind mindestens 6'7 groß und das hat gleich mehrere Vorteile, einer davon ist aber, dass man positionslos verteidigen kann. So gut wie jeder von ihnen kann in so gut wie jede defensive Rolle schlüpfen und dort eingesetzt werden, man ist wahnsinnig flexibel und vielseitig unterwegs und das bringt haufenweise Vorteile mit sich. Franz Wagner ist schon seit seinem ersten Tag in der NBA ein wirklich hervorragender Defender, am Anfang primär als Weakside Lowman und Help Defender in Sachen Rim Protection eingesetzt, aber mittlerweile regelmäßig draußen am Perimeter in Point of Attack Situationen. Er ist groß, mobil, kann gut um Screens herum navigieren, hat fantastische Instinkte, Reflexe und ein hervorragendes defensives Verständnis. Paolo Banchero ist lange nicht mehr diese defensive Schwachstelle, die er mal war. Er ist am besten gegen große Flügelspieler, weil er so gut mit denen mithalten kann, wenn es um Physis und Athletik geht. Er ist ebenso switchbar wie Franz, ist kein mieser Rim Protector mehr, das sieht mittlerweile alles richtig, richtig gut aus. Man kann von Jonathan Isaac halten, was man möchte, aber seine Anwesenheit ist ein absoluter Gamechanger am defensiven Ende. Wenige Spieler seiner Größe sind so mobil und reaktionsschnell, Isaac ist einer der elitären Defender in dieser Saison bisher. Und dann hast du halt auch super lästige On-Ball-Defender wie Anthony Black, eine absolute Klette für seine Gegenspieler, eine absolute Pest, kann vor seinen Gegnern bleiben, bekommt ständig eine Hand an den Ball. Und vergessen wir bitte Markel Fultz und Cole Anthony nicht, dieses Team hat keine defensiven Schwachstellen. Der beste von ihnen ist allerdings Jalen Suggs, ironischerweise einer der kleinsten. Er ist einer der besten Point-of-Attack-Guard-Defender im Game, verteidigt regelmäßig den besten Guard des Gegners, kann allerdings auch problemlos größer verteidigen, als er eigentlich ist, weshalb man ihn auch problemlos an größere Wings ranstellen kann. Seine physischen Attribute sind beeindruckend für einen Spieler seiner Größe, sein defensiver Motor und die damit verbundene Energie, die er mitbringt, ist komplett insane und ist einer der besten Help-Defender im Game.
Und wenn Wendell Carter Jr. erst einmal zurückkommt, dann wird diese Defense noch einmal auf ein anderes Level gehoben, da bin ich mir sicher. Aber wie genau sieht das denn eigentlich taktisch aus? Das Motto lautet, und das gilt für die meisten erfolgreichen Defenses, so wenig Versuche wie möglich am Korb zulassen, so viel wie möglich reinhelfen, Driving Lanes so voll wie möglich machen. Da kann gut und gern auch überholfen werden, weil die Magic so athletische Spieler haben, die schnell wieder draußen an der Dreierlinie sind und weil sie eben mit freien Dreiern von gewissen Leuten auch gerne leben können. Es wird sehr viel geswitcht, sehr viel am Nail reingestuntet, sehr viel gedoppelt und aggressiv Pick-and-Roll-Defense gespielt, jeder ist auf einer Wellenlänge und die Jungs kämpfen füreinander. Man sieht, dass dieses Team verteidigen will, ihre Transition-Defense ist auf Platz 1 in der NBA und das hat super viel mit Einsatz zu tun. Aber kommen wir doch mal zum anderen Ende des Parketts. Wie angesprochen sind die Magic ein sehr durchschnittliches offensives Team, dennoch klar besser als im letzten Jahr und mit vielen vielversprechenden Ansätzen. Vor einer Weile kam ein Video zu Franz Wagner, in dem es um seine Early Season Struggles und die Rolle von Spacing dabei ging, mittlerweile auch nicht mehr aktuell, denn Franz hat das Ruder aber mal sowas von rumgerissen. 23 Punkte pro Abend in seinen letzten 9 Spielen, hocheffizient dabei, der Wurf fällt wieder besser, auf einem anderen Level, er kommt komfortabler zum Korb, weil deutlich mehr Platz da ist. Das geht alles wieder in die richtige Richtung und macht Wagner so weiter, dann wird es denke ich auch nicht mehr allzu lange dauern, bis die Magic-Offensive insgesamt besser wird. Der zweite Teil dieses One-Two-Punches sieht auch immer besser aus, Paolo Banchero spielt auf einem ganz anderen Level als noch in seiner Rookie-Saison. Mehr Punkte und Assists pro Abend, ein deutlich besseres True-Shooting, ein besseres O-Rating und der Wurf sieht viel besser aus. Ob diese 42% von Downtown legit sind, wird sich zeigen. In seiner Rookie-Saison waren es noch 29, aber das sieht schon deutlich besser aus als doch in Jahr 1, gerade wenn es um Pull-Up-Würfe aus dem Dribbling geht. Das Spiel ist insgesamt langsamer geworden für den ersten Pick, seine Entscheidungsfindung schneller, er macht die richtigen Plays, ist weniger am Scoring-Tunnel, nimmt weniger wilde, ineffiziente Würfe, ich bin ein großer Fan seiner Entwicklung. Jalen Suggs ist inmitten einer kleinen Breakout-Saison, über seine elitäre Defense habe ich ja gerade schon geredet, aber als Starting Point Guard macht er auch einen richtig guten Job in der Saison am offensiven Ende und spielt den besten und effizientesten Ball seiner Karriere. 58% des Shooting sind um Welten besser als alles, was er in seinen ersten beiden Jahren in der Liga noch aufgelegt hatte. Er hat sich zu einem sehr ordentlichen und respektablen Shooter entwickelt, ist ein Connector-Typ Point Guard in der Offensive und er macht die Kollegen um sich herum besser. Cole Anthony spielt fantastisch und steuert 15 Punkte pro Abend bei, Mo Wagner ebenfalls mit 13. Er fühlt sich pudelwohl in dieser Rolle als Backup-Bigman, kommt auf 71% Shooting und ein 127er All-Rating, schießt die Lichter aus und macht diese kleinen, aber wichtigen Winning-Plays am laufenden Band, bringt bisher genau das, was er auch machen soll, seit seinem neuen Vertrag aus dem Sommer. Bitazey als Backup-Center gefällt mir richtig gut und von Fullzeit ist schon seit Jahren sehr viel und wenn Wendell Carter Jr. erst einmal zurückkommt, dann wird diese Offensive, denke ich, noch einmal um einiges besser werden. Also, es gibt eine Menge Dinge, die man bei diesem Magic-Team mögen kann, viele Dinge, die es lobend zu erwähnen gibt und ich denke, dass dieses Team nur besser wird im Verlauf der nächsten Monate und Jahre. Die Magic sind ihrer Entwicklung klar voraus, dieses Team macht Spaß und wenn es so weitergeht, werden sie es eines Tages auch noch richtig weit bringen, denke ich, und richtig gut sein. Ich denke, die Playoffs dieses Jahr sind durchaus drin und mein Tipp lautet, wie von schon vor der Saison nach wie vor, die Magic schaffen es zum ersten Mal seit langer Zeit in die Playoffs. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Team haltet, danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.